Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter. Und wir haben hier unsere Avalon 4B, die 130-Tonnen-Variante, mit zusätzlichen Treibstofftanks außen dran. Hier in der Nutzlastverkleidung haben wir etwas kompliziert aussehendes, könnte man sagen. An sich sind es Andockluken, ja, wo dann diese Treibstofftanks dann eben zwischengepackt werden, jeweils zwei. Davon haben wir insgesamt 4 Stück, das heißt, wir bräuchten 8 von denen hier. Und auf der Basis gibt es bereits 6 davon. Und jetzt bringen wir natürlich 2 weitere mit, also 8. Dann passt es quasi perfekt. Ihr seht, da sind Fallschirme drin, Landebeine und ein Hitzeschild. Die sind dann eben dazu gedacht, um die theoretisch wieder zurück auf die Erde zu bringen, wenn es denn mal der Fall sein sollte. Und ich habe das möglichst kompakt gebaut. Wie ihr seht, die sind nicht besonders groß, aber es sind halt auch RCS-Düsen drin. Es gibt eine Kapsel, das heißt, wir können die steuern. Wie gesagt, die Fallschirme, Landebeine und die Hitzeschilde, die sind dann eben außen drum, um das Ganze ein bisschen zu beschützen, wenn wir das zurück auf die Erde bringen. Ja? Okay, genug geplaudert, los geht's.
da hätten wir es. Ihr seht, wir sind hier wieder auf der Erde gelandet mit 1,9% Treibstoff. Hier haben wir die erste Stufe. Da haben wir 3,8% Treibstoff, also ein bisschen mehr. Die können wir jetzt hier einmal einsammeln. So, wir haben keine Erfolge bekommen, aber einige Missionserfolge. Klar, nicht umbenennen, sondern einsammeln. Da sind es eben nicht ganz so viel. Und dann gehen wir hier zu unserem Asteroiden und schauen uns mal an, was wir da jetzt aufgebaut haben. Es ist ein bisschen was verbuggt, um ehrlich zu sein. Außerdem, es laggt ein bisschen. Wenn wir uns das hier ganz links mal anschauen, oder auch nicht, weil es nicht will. Jedenfalls, ihr seht, das ist da irgendwie drin stecken geblieben. Ja, mal schauen, was ich dagegen mache. Es ist einfach die Andockluke. Die ist jetzt einfach in dem Separator drin. Muss ich mal schauen, was wir da tun könnten. Jedenfalls wechseln wir jetzt hier rüber. Und dann seht ihr hier die vier, im Grunde sind es Türme. Ja, sie sind gigantisch groß, sind größer als die Raffinerien. Aber es sind halt hier eben diese vier gigantisch großen Treibstofftanks. Und die sind dann halt perfekt aufgebaut. Zwischendurch hat es immer wieder extrem gelaggt. Falls bei euch auch sowas passiert, einmal speichern, neu laden. Ich glaube, das liegt daran, dass wir haben hier unsere Andockluken, zwei direkt nebeneinander. Und als wir das quasi zusammengepackt haben, da verbindet sich dann nur eine von den Andockluken mit den oberen. Und dadurch gibt es da keine gute Verbindung. Die anderen suchen dann immer noch quasi nach einer Andockluke und sehen, da direkt vor mir ist eine, aber die gehört ja im Grunde dann schon zur selben Rakete. Deshalb, ist es halt ein bisschen verbuggt. Dadurch laggt es dann auch so. Muss man einmal speichern, neu laden und dann sollte es an sich wieder klappen. Jedenfalls hätten wir es jetzt. Das hätten wir damit geschafft. Wir haben im Grunde alle unsere Treibstofftanks jetzt in diese Segmente zusammengefasst. Hier haben wir noch die kleineren Treibstofftanks. Die benutze ich dann beim Basisbau. Aber ich würde sagen, das war's fürs Erste. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.